Liebe Zuschauer da draußen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei der Fight Club League. Ich bin immer noch Silvester und begrüße euch hier wieder als Moderator. Falls ihr jetzt schon nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal und besucht uns auf jeden Fall mal auf Instagram. Und wenn ihr auch hier im Ring stehen wollt, hier kämpfen wollt, schreibt uns eine Nachricht, bewerbt euch bei uns und seid dabei bei einem der nächsten Kämpfe. Kommen wir nun zu unserem heutigen Kampf. Wir kämpfen in der Gewichtsklasse Federgewicht bis 66 Kilogramm. Dieses Mal haben wir einen Boxer gegen einen Boxer. Und damit kommen wir auch schon zu unseren Fightern. Und zwar in der blauen Ecke haben wir den Abdul Maset Samadi. Grüß dich, ich bin Abdul Maset Samadi. Ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Afghanistan. Ich wohne in Erfurt. Mein Kampfsport ist Boxen. Ich mache seit 2 Jahren Kampfsport und ich will den Kampf in Stand begegnen. Er ist 19 Jahre alt, wiegt 66 Kilo und ist 1,71 Meter groß. Er ist extra aus Erfurt hier angereist, aber seine Wurzeln hat er in Afghanistan. Sein Kampfstil ist das Boxen und er hat den Kampfnamen der Adler. Er feiert heute sein Debüt bei der Fight Club League, hat aber schon mehrere Jahre Boxerfahrung. Ich heiße ihn hier herzlich willkommen im Ring und viel Erfolg. Kommen wir zu seinem Gegner in der roten Ecke. Da haben wir den Mohamed Umarov. Hallo, mein Name ist Mohamed Umarov. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Tschetschenien. Seit 2 Jahren ich mache Boxen. Mein Plan für den Kampf ist, distant zu bleiben, Boxen. 3 Runden, 3 Minuten. Ich will 3 Runden kämpfen. Ich will hier nicht groß reden, dass ich in der ersten Runde Knockout mache. Mal gucken, wie das Kampf abläuft. Er ist 20 Jahre alt. Er wiegt 65 Kilo und ist 1,85 Meter groß. Er ist aus Einbeck hier eingefahren, aber seine Wurzeln hat er aus Tschetschenien. Er hat den Kampfstil auf das Boxen, aber hat auch schon mehrere Jahre Boxerfahrung. Er hat den Kampfnamen Tschetschenien Muhammad Ali. Er feiert heute auch sein Debüt bei der Fight Club League. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. So, der Kampf beginnt gleich. Der Schiedsrichter erklärt den beiden Fightern nochmal die Regeln. Ich übergebe damit das Wort an unsere Kommentatoren und wünsche euch viel Spaß beim Kampf. Danke dir, Silvester, und damit auch nochmal von uns ein herzliches Willkommen, FCL-Gang. Die Werte sind fast identisch. In der blauen Ecke Abdul, der Adler Samadi, und in der roten Ecke Tschetschen Muhammad Ali mit dem größten Vorteil. Für die neuen Zuschauer werden gerade noch einmal die Regeln eingeblendet. Das heißt, 3x3 Minuten werden gekämpft, kein Knie zum Kopf, keine Ellenbogenschläge, Schienbeinschoner, der nach Amateurregeln gekämpft wird, 8 Unzen Handschuhe, der die Sicherheit beider Kämpfer einfach vorgeht. Beide Kämpfer haben einen sehr entschlossenen Blick. Heute wieder eine stabile Glatze in der blauen Ecke. Wir freuen uns auf eine wilde Schlacht. Ja, einmal Touch Gloves. Das geht gleich. Unser Referee checkt noch einmal aus, ob alle bereit sind. Wartet auf die Zeit. Da ertönt auch der Gong und die Runde geht los. Touch Gloves zu Anfang. Oh, direkt ein Kick von Abdul, unerwartet von dem Boxer. Ja, oh. Alter, mit ein paar Kicks von Abdul. Er tänzelt hier leicht rum. Nicht erwartet. Wahnsinn. Schon wieder Frontkick-Versuch. Also bis jetzt kamen nur Kicks von unserem Boxer in der blauen Ecke. Ich finde Abdul, der hat irgendwie so auch so... Der tänzelt rum wie so ein Taekwondo-Tänzer. Der ist ja gar kein Boxer. Sehr, sehr nice, ja. Ja, sehr auf den Zehenspitzen.
Ja, ich bin gespannt. Oh, Low Kick, ja. Kleiner Schlagabtausch bei dem Jab. Ja, hier kurz ein bisschen connected. Wie Mohamed Ali ist rausgeworkt hier, unser Abdul. Ja, schon wieder Low Kick von Mohamed. Ja, Mohamed hat sich die Ringmitte gesichert, treibt Abdul schön nach außen. Oh, ja, kleiner Schubser. Abdul versucht viel mit Kicks. Ja. Ja, tasten sich aber beide immer noch ein bisschen ran. Wieder schöner Low Kick von Mohamed. Ja, ich denke, Abdul macht das auch richtig vom Gameplan. Er versucht mit 4 High Kicks, ne, weil er ist kleiner. Gegen größeren Gegner, hat natürlich Reichweite-Vorteil mit den Armen Mohamed. Muss Abdul ausgleichen. Ja, bewegen sich beide gut. Ja, also mir gefallen die Head-Movements von Abdul, die sind sehr stark. Er meidet viele Schläge damit. Ja, wird aber auch schön nach hinten getrieben von Mohamed. Ja gut, jetzt muss der Referee nochmal wieder unterbrechen, die Mitte holen. Ist voll in Ordnung. Wird gecheckt wieder und weiter geht's. Ja. Abdul hat die Deckung extrem weit unten. Ja, das, also Mohamed hält sich hier. Wow, war das ein Axtkick? Das war ein Zwischending zwischen Axtkick und Frontkick, glaube ich. Aber Mohamed arbeitet schön mit der Deckung, der hat die schön weit oben und Abdul, so wie ich das sehe, eher mit der Shoulder Roll. Jo, Shoulder Roll, kann ich auch gut hier erkennen. Also, bisschen Floyd Mayweather Defense Arbeit, ne? Ja. Gerade hat er schön versucht reinzusteppen. Es war ein Zwischending aus Haken und Overhand. Konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Aber ich finde, Mohamed steht echt gut. Also, er arbeitet schön viel mit der Führhand. Er nutzt seine Reichweite, treibt den Abdul immer schön in die Ringaußenkante. Ja, das ist ja. Oh, sehr, sehr schöner Low-Kick und direkt. Das war so ein Calf-Kick, würde ich sagen. Der hat Abdul weggeknallt. Ja, gut. Ja, Abdul macht schön zu, klammert, hält den Kopf fest. Ja, die Guard hat er sich gesichert, Abdul, aber trotzdem, na gut, Mohamed jetzt. Triangle Guard. Mohamed natürlich jetzt in der Oberlage. Ne? Mal gucken, was die beiden Boxer so am Boden können. Ich bin gespannt. Das gefällt mir gut von Mohamed. Setzt unten Akzente, dann oben mal wieder rein, lässt den Gegner nicht durchatmen. Ja, der hat auch den Schwerpunkt, finde ich gut. Ne? Ja. Wenn du auf die Hüfte von Mohamed guckst, das ist. Wow! Ein schöner kleiner Smash. War das der Omarov-Smash? Ich weiß es nicht. Oh, da ist das Mouthpiece, glaube ich, rausgeflogen. Kurze Unterbrechung. Okay, naja, klar, das gehört dazu, ne? Weil ohne Mundschutz, das macht der Referee genau richtig. Ja. Safety first. Weiter geht's. Letzten 10 Sekunden. Ja, Abdul muss die Arme irgendwie blockieren. Du musst die Hooks reinmachen oder. Ja, guck mal, den linken anderen. Oh, nochmal nur Maro Smash. Sehr schön. Gut. Ja, Runde ist vorbei. Oh, sehr respektvoll. Hier wird sich geholfen, gegenseitig nochmal ab. Mohamed hilft Abdul hoch. Nicht schlecht. Echt sympathisch, die beiden Jungs, ne? Ja. Was sagst du? Wir gucken uns mal in die Highlights rein. Ja, bam, schöner Frontkick. Oh, beide gecheckt mit einem linken. Ah, da war der erste Low-Kick. Ja, High-Kick versucht. Leider in die Schulterplatte geknallt. Schon wieder Front. Ja, dieser Axt-Kick. Ja. Und Schlagabtausch direkt. Ja. Oh, da war der erste Low-Kick. Na, hier kam der. Ja, dann ist er zu Boden gegangen. Ja. Genau. Und hier hat direkt sich, hinterher. Ich sage, durch die Aktion hat sich Mohamed die Runde gesichert. Ja, hundertprozentig. Ja, am Anfang war es wirklich ausgeglichen, aber wirklich durch diesen Calf-Kick, der ihn zu Boden gebracht hat, hat er auch die Ground Control gehabt. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Ground Control. Hören wir mal rein in die Ecken. Ja, Mohamed wird gelobt für seine Low-Kicks. Genau so weiter. Weiter so, also Trainer scheint zufrieden zu sein. Ja, wir hören auf Abdul rein. Ja, was ich rausgehört habe, er soll nicht so viel kicken, er soll sich auf seinen Boxen fokussieren und die Distanz verkürzen, um den Reichweitenvorteil auszugleichen. Ja, mal gucken, ob die beide das umsetzen können in der zweiten Runde. Ja, Distanz verkürzen ist klar. Als kleinerer Kämpfer musst du immer die Distanz verkürzen. Aber ich finde, Abdul hat es gar nicht verkehrt gemacht bei den High Kicks. Also, die haben auch. Die kosten natürlich aber viel Kraft. Das ist. Ja. Ne, das darf man nicht unterschätzen. Aber guck mal, Abdul, der sieht wirklich fit aus. Durchtrainiert, stabile Glatze. Das ist wirklich ein richtiges Kraftpaket. Ja. Er hat ein bisschen was von einem Tekken-Charakter, so wie er umherhüpft. Mit der Deckung unten. Ja, ich feiere das. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie cool. Sehr gut. Sehr locker steht er da. Ich glaube, die haben beide Spaß. Ja. Also, das ist das Wichtigste. Das soll der Fokus hier sein, dass beide Spaß haben.
Aber Mohammed sich schön wieder zum Rundenbeginn, ja, Ringmitte gesichert. Er macht das gut mit seiner Führhand. Er hat immer die Distanz. Er weiß, die ist sichere Zone. Da kann ich reinsliden. Bam. Oh, Schlagabtausch. Oh, haben beide getroffen. Straucheln gekommen? Ja, das ich war glaube, die hat aber auch bei Abdu sehr also Wirkung gezeigt. Hast gemerkt, wie ein bisschen gestrauchelt hat. Die Beine schenken sich nichts. Das ist ja, gut. Mohammed versucht es wieder mit den Kraftkicks. Mit den Low. Der Coach hat ihn ja gelobt, hat gesagt, hier genau da weiter ansetzen. Das macht Mohammed echt gut. Das gefällt mir auch schön. Dafür, dass er Boxer ist, macht er das echt nice mit den No-Kicks. Ja, ja. Schön tief. Damit macht er auch Abdul müde, gell? Ja. Er nimmt schon die Leichtfüßigkeit durch diese eben, Kicks. Eben. Und die sind auch schön mit Schmackes. Du hörst es richtig klatschen, wenn das connected. Ja, und wieder. Mohammed hat wieder die Ringmitte sich gesichert, ihn wieder in die Außenkante getrieben, wieder dasselbe Spiel. Ne? Dadurch zeigt er Aktivität. Und wenn es so weitergeht, sichert sich auch wieder die Runde. Definitiv. Durch Aktivität einfach, ne? Guck schon wieder. Aber macht das schön, die simplen Sachen. Ja. Jab, Punch, Low Kick, fertig. Mal ein paar Haken. Abdul wieder im Rückwärtsgang, ne? Aber Abdul meidet sehr schön durch seine Oberkörper- und Kopfbewegung halt viel. Oh, jetzt fängt er langsam an zu checken. Jetzt hat er gedacht, hier, jetzt reicht's mir, jetzt fange ich an, das Ding zu checken, ne? Ja, jetzt nimmt er endlich das Knie hoch und checkt die Low Kicks. Ah, jetzt hat er es kapiert. Das macht er gut. Ja. Also technisches Verständnis hat Abdul. Definitiv. Und Mohammed auch. Also hat gesagt, hat funktioniert, der Gameplan läuft, mach ich weiter so. Klar, ja. Wieso nicht? Klar. Man muss nicht immer irgendwelche verrückten Sachen machen, sondern manchmal sind es einfach die Basics. Ja. Eine 1-2, No-Kick rein, Distanzarbeit, Head-Movement, das funktioniert. Schon wieder. Oh, Schlagabtausch, aber nicht wirklich was connected. Die bewegen sich beide sehr gut, finde ich. Ja, die haben gefällt mir. Beide schnell. Ich finde beide gutes Head-Movement. Ist ein gutes Matchup. Ja, also die definitiv. Beiden wirklich sind auf einer Ebene. Oh, Frontkick von Mohammed. Er hat gesagt, hier, das kann ich auch. Abdul hier, ich kann mich auch drehen, weil wir schon irgendwas Spinning-mäßiges machen, aber da hat die Distanz nicht gestimmt. Oh, ja, die hat connected, Hat schön. Die war gut. Aber Abdul, stabiles Kinn, dass er so einen Haken aushält. Oh, was gibt's jetzt? Ich glaube, der Referee, wir hören mal rein, was der Referee zu sagen hat. Achso, er hat ihn kurz ermahnt, weil er jedes Mal den Ring verlässt. Ne? Genau, bei uns ist das so, wir haben keinen Cage, läuft der Kämpfer zu sehr weg, gibt es irgendwann Punktabzug nach mehreren Ermahnungen. Es gibt maximal 2 Ermahnungen, beim dritten Mal wird ein Punkt abgezogen. Es geht weiter, schöner Körperkick von Abdul. Noch 10 Sekunden, die Runde schwer zu werden. Die ist echt schwer zu werden, also puh. Ich will mich nicht festlegen, ich will hier kein Judge sein. Ich wäre auch nicht gern Punktrichter. Nee, also die war echt mega knapp. Gut, aber der Takedown, den kannst du nicht mehr werten. Der war der Gong schon drin, aber Mohammed kann nur noch Takedowns. Also, ja, das ist tschetschenische Blut, glaube ich. Ich glaube, der hat sich drauf vorbereitet. Gucken wir mal wieder in die Highlights. Ja, Low Kick von Abdul, schön gemieden. Ja, Schlagabtausch. Ja. Schöner Jab. Komm mal rein. Zurück. Ja, die bewegen sich beide gut mit Oberkörper, ja, ne? Definitiv. Oh, die, hat, die hat gut ans Kinn connected, aber der linke Haken hat getroffen. Hast gemerkt, wie er in Strahl gekommen ist. Aber Abdul hat das weggesteckt, das war gut. Na hier, ja, der Takedown war zwar am runden Ende, aber schön es anzusehen. Outside Flip. Wir gucken in der dritten Runde. Wir hören mal rein. Mohammed mit einem Lächeln auf der Lippe. Ja. Irgendwas sagt er mit seinem Fuß. Ja, aber der Trainer meinte weiter, so gut so. Ja, bei Abdul genau das gleiche wieder. Sein Ecke meint, er benutzt zu viel seine Beine. Er soll sich auf seine Disziplin, auf das Boxen konzentrieren. Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist, nur aufs Boxen konzentrieren, ne, weil Mohammed ist einfach größer, er hat den reichen Vorteil und er macht das einfach mega gut mit der Distanz. Ja, wenn Abdul sich nur aufs Boxen konzentriert, dann wird dasselbe Spiel laufen wie vorhin. Dann, ja, dann wird er durch die Low-Kicks zermürbt. Ich finde, mit den High-Kicks ist nicht verkehrt. Ne? Das Timing stimmt nicht immer, ja, aber wenn das Timing mal stimmt und mal so ein High-Kick oben landet, dann kannst du auch nachsetzen. Da klingelt's mal an der Kasse. Was geht's denn? Clinch? Oh, Outside-Trip. Den Outside-Trip aus der zweiten Runde hat gesagt, hier, Mohammed, komm. Mach ich nochmal. Da setze ich an. Oh, aber schöner hier. Sweep direkt zur Mount. Zur Top-Mount. Oh, Mohammed ist jetzt nur Bedrängnis. Oh, direkt wieder gesweept. Alter. Mensch. Die zwei Boxer. Was ist denn da los? Auf einmal haben sie gedacht, okay, dritte Runde boxen, können wir. Ja, gucken wir, was für ein Boden so. Auf dem Boden. Im Stand ist langweilig. Ja. Mohammed ist natürlich jetzt in der deutlichen
Position in der Favoritenrolle. Ne? Ja, oben. Schön Fullguard. Baron bearbeitet ihn, versucht sich loszulösen, aber Abdul zieht ihn gleich ran. Hammerfest versucht er, dann kommen die Schläge zum Körper. Ja. Oh, jetzt Abdul macht außer den linken Hut richtig. Ich hätte einen Moment, hätte ich versucht, nach oben zu kommen. Weißt du, schön den Hals reindrücken, aufrichten und dann schön Ground and Pound von oben. Ne? Nicht nur die Seitenschläge, sondern wirklich auch richtig Schaden machen, weil er hat die Oberlage jetzt, ne? Schön mit der linken oder mit der rechten das Gesicht vom Gegner runterdrücken und dann schön reinpauen. Aber vielleicht will Mohamed auch nochmal sicher gehen. Wieso man nicht? Weiß es nicht, ja. Wieso nochmal? Nicht? Die erste Runde hat er gewonnen. Vielleicht will er kein K.O. holen oder TKO. Die zweite Runde war knapp und wenn er jetzt hier Ground Control hält, ja, dann denkt er sich hier, ich gehe nochmal sicher, bevor ich irgendwas riskiere. Ja. Ja. Eben. Ja, schön mit der... Das war wieder so ein halber Slam. Ich finde aber, Abdul arbeitet gut mit den Beinen. Er macht immer mal wieder zu, dann macht er auf, versucht was, aber ja. Mohamed hat die Hüfte echt gut. Er hat Druck, gut. Er hat Druck auf der Hüfte, dass er nicht so leicht swipen kann. Ja, er ist in dieser Flock-Position. Oh, Umarov-Smash. Ja. Also finde ich gut, er ist trotzdem kreativ. Arbeit zum Körper, da kommt man mal so Smash. Jetzt zum guckst du, was der Coach sagt. Hört gut hin, wieder so ein halber Smash. Körper, Kopf, Smash. Oh, jetzt hat er den Arm so? Hat er den Arm so? Jawohl. Abdul klammert wieder. Aber Abdul müsste jetzt zur Seite sweepen, ne? Ja, definitiv. Er hat die Beine gut in der Hüfte, aber er müsste was machen, ne? Er müsste sich loslösen. Meine Brücke probieren, zur Seite drehen, das Bein aufstellen, weil er macht immer dasselbe. Da passiert nichts. Ja. Aber ich verstehe, warum Mohamed nicht zur Maut will. Ne? Weil die Beine sind jetzt offen. Vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, will er nichts riskieren. Weißt du, wenn du versuchst, einen Positionswechsel anzustreben, da ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass du selber gesweept wirst oder irgendeine Aktion vom Gegner kommt. Ne? Und vielleicht will er einfach diese Position nicht aufgeben. Will einfach gucken. Er hat ja seinen Coach, der ist genau in seiner Ecke, der sagt ihm, wie viel Zeit ist, was er machen soll. Und wir sind auf der Uhr. Knapp 30 Sekunden, warum soll er... Da würde ich auch nicht, ne, auf die Maut gehen, da würde ich einfach abwarten. Vielleicht rutscht er noch in irgendeine Submission rein, ja, irgendeine Armbar oder vielleicht ein Triangle. Und dann ärgerst du dich vor allem in der letzten Runde. Okay, ja. Ja. Ja, dann hast du den Coach, er sagt dir, was du machen soll. Und Mohamed ist wirklich sehr ruhig entspannt, das gefällt mir gut. Ne? Er lässt sich wirklich nicht irgendwie auf irgendein Spielchen ein. Ja, er hört auf seinen Coach. Er macht, was ihm gesagt wird. Sichert sich die Ground Control. Setzt Akzente, ist aktiv. Die Sonne geht klar an ihn. Ne? Ja. 2,5 Runden Ground Control. Jetzt war zu spät. Jetzt hat er die Guillotine eingesetzt, Abdul, aber aus der Position keine Chance. Aber sehr respektvoll. Helft man Hände auf. Schöne Umarmung. Ja, der Cutman guckt nochmal rüber, aber ich denke mal... Abdul, alles Gutes. Nochmal kurz die Ecken. Mohamed wird gelobt. Ja. Sehr schön gemacht, wird ihm gesagt. Ja, trotzdem Respekt auch. Ja. Abduls Ecke ist auch zufrieden. Nimmt ihn in Empfang. Mal gucken, wie die Entscheidung ausfällt. Hier nochmal die Highlights. Das ist in der dritten Runde. Ja, hier kam es. Geruder. Hier kam der Clinch. Der Clinch. Und der Outside Trip. Wie aus dem Lehrbuch. Direkt zur Top-Mount. Ja, ich glaube, der Mohamed, der hat Boden trainiert. Der hat auch zur Brücke angesetzt. Erstmal nicht geklappt, hat nicht aufgegeben, hat auf den Coach gehört. Brücke, zack. Zur Brücke und zack, hat sich die Top-Position gesichert. Ja, hat auch gehalten dann. Er hat nichts riskiert, nichts anbrennen lassen. Ja. Die Runde einfach safe nach Hause geholt, mit Kopf gearbeitet, Umarov Smash hinterher. Bam. Kommen wir nun zur Kampfentscheidung. Der Kampf musste durch Punkte entschieden werden. Gewonnen hat einstimmig in der roten Ecke Mohamed Umarov. Ja, verdient. Definitiv. Erste, dritte Runde safe, zweite war knapp. Aber verdient. Beide Top-Athleten. Spannender Kampf. Sehr respektvoll. Ich hoffe, ich sehe beide Jungs wieder. Definitiv. Kommen wir nun zur Siegerehrung. Hier in der blauen Ecke haben wir den Abdul. Leider hat es heute nicht gereicht, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Hier kommt nochmal deine Medaille. Auf jeden Fall sehr, sehr starke Leistung. Abdul, erzähl mal, ne? Du bist hier als Boxer in den Ring gekommen, aber ich habe in der ersten Runde richtig hohe Kicks gesehen, ne? Was war deine Strategie? Ja, also ich hatte erst nur eine Woche Zeit, um mich zu trainieren. Ich habe versucht, so mehr mit Kicks zu trainieren, weil ich das herausgefunden habe, dass mein Gegner so 1,85 ist. Da habe ich gesagt, dass ich nicht so viel Zeit habe, dass ich mit Fäusten mehr arbeite. Deswegen hatte ich so einen Plan, dass ich halt mehr in Kicks, halt in Kopfbereich
zu treten halt. Und ja. Nee, das hat man auch gesehen, du hast gleich probiert, aber in den letzten Runden, also in der letzten Runde vor allem, ging es in den Boden zu, ne? Wie hast du dich da verteidigt? Ja, also ich habe mich meiner Meinung nach so schon so verteidigt, ich hatte nicht so gelassen, dass er so mehr gegen mein Gesicht so Schläge verteilt und da habe ich einmal versucht, dass ich ihn an der Seite werfe, aber leider die Kraft hat nicht erreicht. Ja. Nächstes Mal. Genau, leider. Und du hast auch schon gesagt, das nächste Mal sehen wir dich hier wieder. Wie hat es dir hier gefallen? Das war, finde ich, sehr gut. Also die Leute, die Veranstaltung war, finde ich, sehr gut. Und nächstes Mal bestimmt bin ich dabei. Super. Ich danke dir. Sehr sympathisch. Ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. So, kommen wir zu unserem Sieger an der roten Ecke, Muhammad. Herzlichen Glückwunsch von mir. Super Kampf. Hier kommt auch deine Medaille, die Siegermedaille. Muhammad, erzähl mal, dein Kampf, dein Gegner war ein Boxer, ne? Aber in der ersten Runde kam er mit richtig hohen Kicks an. Hat dich das überrascht? Ja, mein Gegner war sehr stark. Ich wusste, dass der Boxer ist, aber ich habe nicht gesehen, wie der boxt. Seine Videos habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich aufgewärmt. Meine Brüder haben zu mir gesagt, dass der gute Low-Kicks macht und gute Kicks macht. Deswegen, mein Gameplan war, erste 30 Sekunden so gucken, was der da macht. Und der hatte sehr gute Kicks. Mhm. Und der ist sehr guter, also Boxer. Ja, nee, hat man auch gesehen, also auf jeden Fall nochmal der Boxer sehr gut. Und dann, aber dann zum Schluss, ne? In der letzten Runde ging es richtig am Boden, richtig her. Was war deine Strategie dann am Boden? Mein Gameplan war, auf Boden, also zu bearbeiten, 3 Runden auf dem Boden. Und also ich habe in der letzten Zeit habe ich sehr Grappling geübt und meinen Boden verbessert und das wollte ich jetzt zeigen. Ja, super, hat man. Ich bin nicht ein guter Boxer, nein, sondern ich bin auch ein guter Grappler. Ja. Das würdet ihr jetzt sehen. Nee, sehr gut. Wollte dir nicht ins Wort fallen, aber herzlichen Glückwunsch dafür. So, damit sind wir auch am Ende des Kampfes angelangt. Was hat euch besonders gut gefallen? Welche Aktion habt ihr gefeiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hier oben haben wir das letzte Video von uns verlinkt. Hier unten findet ihr ebenfalls einen spannenden Kampf. Abonniert gerne diesen Kanal, seid das nächste Mal mit dabei. Ich verabschiede mich für heute, sage auf Wiedersehen und bis dann.